So, ja, guten Tag, Leute. Ich werde versuchen, ein bisschen gegen die Engine anzuschreien, gegen meine Lüfter. Ja, jetzt kann ich hier übrigens auch mal sagen, ich wurde ja letztens gefragt. Also, mein Computer kommt hier auf 5 Millionen Knotenpunkte. Das K steht ja nicht irgendwie für Knoten, sondern irgendwie für 1000, glaube ich, noch mal, oder? So war das doch, oder? Ja, und wenn ich auf 12 mache, wobei ich glaube, das kann ich auch, aber ich glaube, das sind diese künstlichen Kerne, komme ich sogar manchmal auf fast 10.000. Jetzt nicht unbedingt während der Aufnahme. Ja, ich habe heute. Können eigentlich reichen, zwei völlig. Dann ist der Computer vielleicht etwas leiser. Ich hatte heute folgende Stellung auf dem Brett. Und ja, da, also im Prinzip eigentlich folgende Stellung. Und dann ist natürlich, habe ich die Dame da hingezogen. Ich weiß ja, das ist ja im Königs Gambit, ist das ja die schwache Stelle hier. Ja, was wollte ich euch zeigen? Genau. Verschiedene Dinge. Ich habe drei Partien gefunden. Tatsächlich, wo das gespielt wurde. In der Datenbank von Chessbase, die ich mitgeliefert bekommen habe. Und das ist einmal hier dies. Es ist Remis ausgegangen. Ich weiß nicht, Metz Open müsste man jetzt recherchieren, die 20. Metz o Opening Open, was das war. Ich gehe fast davon aus, dass das ein langes Spiel war, eine gewöhnliche Partie. Aber das andere ist Rapid und Blitz gewesen. Wir können da ganz kurz hinspringen. Scheinbar ein Liebhaber dieser Eröffnung, weil das ist zweimal von der selben Person mit Weiß gespielt worden. Die haben sogar denselben Nachnamen. Wir sind das Verwandte oder Eheleute. Das ist hier ein extra Turnier fürs Königs Gambit gewesen. Einmal Rapid. Und eine Blitzmeisterschaft, Europa-Blitzmeisterschaft. Und da haben wir das nochmal unten. Jetzt nochmal zurück. Warum ist jetzt wieder das Frauenbild? Vorherige. Ach, das ist das Problem von. Das Problem von Chessbase. Chessbase kriegt es nicht hin zu unterscheiden, wenn der Nachname gleich ist und der Vorname mit denselben Buchstaben anfängt, dann ist das für Chessbase oft ein und die gleiche Person. Ja. Und dann stimmen manchmal die Bilder nicht überein. Ah, dann ist das, sind das sogar im Prinzip doch zwei verschiedene. Nur vielleicht miteinander verwandt. Dass die das vielleicht oft auch privat miteinander spielen, keine Ahnung. Wobei es hier sogar gewonnen wurde. Ah, der kennt sich dann natürlich auch damit aus. Und hier sehen wir, das ist auch anders angefangen mit Bird-Eröffnung. Ist auch interessant, dass man das From Gambit umwandeln kann in das Königs Gambit. Indem man hier einfach E4 spielt, ist man im Königsgambit, ja. Schön. Schön zu sehen. From Gambit habe ich heute auch noch mal versucht zu spielen. Aber das betrachte ich jetzt als völlig gescheitert. Okay.
Angucken wollte ich mir gerne die Partie von 2002. Ach, Partiedaten ist doch falsch. Nächste Partie, genau die hier aus dem Netz. Weil die fängt mit den richtigen Zügen an. Und die fängt mit. Und die ist unentschieden ausgegangen. Das ist, finde ich, interessant. Gut, ich habe mit Schwarz gewonnen. Aber wenn das auf so hohem Niveau gespielt noch wird und auch gewonnen wäre, wo Remis bleiben kann, von Weiß Remis gehalten werden kann, ja, finde ich schon, okay, der Unterschied zwischen den beiden Spielern ist vielleicht groß genug. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun. Wobei ich würde da denken, ob ich da nicht den anderen unterschätzt habe. Mich wundert überhaupt, dass das auf so hoher Ebene gespielt wird. Aber wie auch immer, wurde so gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt König E2 kam oder ob gegen mich König D2 gespielt wurde. Ich glaube, ich bin sogar dann mit der Dame hier reingegangen. Wenn das so kam, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, dann ist so weitergegangen, wenn es so, wenn es überhaupt so war. Vielleicht war es auch König E2. Ich habe das jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm. Während der Partie hatte ich den Eindruck, dass ich mir tatsächlich noch so irgendwie die ersten 10 Züge merken kann, aber es stellt sich immer wieder als Fehler heraus, wenn man das denkt. Aber ja, das Interessanteste war eigentlich für mich diese Stellung. Ist natürlich, also von der Theorie ist D4 hier nicht so ganz angebracht. Wir sehen das ja auch in der Bewertung eigentlich. Der Computer ist da nicht so ganz mit glücklich, aber scheinbar. Aber wenn das Leute jenseits der 2000 spielen, sind sie entweder mutig oder haben Talent. Oder wie auch immer. Okay. Königsgambit. Also ich nehme das inzwischen immer an. Früher habe ich Tarrasch gelesen. Früher habe ich Tarrasch gelesen. Nein. Aber ich habe Tarrasch so relativ als erstes Buch gelesen, als ich wieder angefangen bin, Schach im Verein zu spielen. Und Tarrasch ist ja immer so dogmatisch und Tarrasch hat absolut empfohlen, das Falkbier-Gambit zu spielen. Das Falkbier gegen Gambit und das ist hier D5. Das ist auch etwas, was bei Tarrasch sowieso viel auffällt. Er tauscht, glaube ich, gerne Bauern im Zentrum ab. Oder um Zentrum herum. Gut, spiele ich aber nicht mehr, weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, angenommenes Königsgambit, wie gesagt, dann soll ja eigentlich, ah, jetzt sieht man es hier sogar, Springer F3 kommen, was die Hauptvariante ist. Oder Läufer C4, was ganz oft von Bobby Fischer oder was angeblich Bobby Fischer, wenn er das Königsgambit gespielt hat, nur gespielt haben soll, immer mit Läufer C4, wenn es angenommen wurde. Ich habe noch mal in der Datenbank geguckt. Ich weiß nicht, ob das in der Datenbank von Chessbase boykottiert wird. Ich finde da keine Partie von Bobby Fischer mit dieser Stellung. Wenn jemand was weiß, aber ich lese das andauernd immer wieder, dass Bobby Fischer das gespielt haben soll. Ich hätte gerne ein paar Partien, wo Bobby Fischer das tatsächlich gespielt hat.
Es ist der etwas mutigere Zug, weil das nicht so richtig korrekt ist. Aber der Vorteil ist, es ist sehr aggressiv und man hat da hier wirklich gute Chancen. Ich habe das auch schon ausprobiert mit Läufer C4. Entweder es geht absolut daneben oder man kriegt richtig starken Angriff auf F7 und so Schäfermatt ähnliche Zustände auf der Seite hier hin. Man hat halt in der Regel eigentlich einen sehr, sehr starken Angriff. Es kommt dann auch nicht immer Dame überhaupt hier hin. Ich glaube, wenn das nicht kommt, dann steht Weiß sowieso schon nicht mehr so gut. Dann steht Schwarz sowieso schon nicht mehr so gut. Dann hat Schwarz ein bisschen die Gelegenheit verpasst. Ja. Schwarz muss halt höllisch aufpassen, Königssicherheit. Weiß genauso, aber Weiß hat sich ja Königsgambit ausgesucht und spielt das deswegen. Der müsste ja eigentlich vorbereitet sein. Sage ich dann immer. Ich weiß, in meiner Spielstärke ist das oft gar nicht so, dass man sagen kann, wenn jemand eine Eröffnung spielt, dann hat er die auch gut vorbereitet. Aber ja, man muss davon eigentlich ausgehen. Ja, wie gesagt, ich nehme das immer an. Sind einfach bei mir Erfahrungswerte, dass dann nach Springer F3, ich habe das ausprobiert, die ganze Zeit lang mit G5 auch nur gute Erfahrungen gemacht. Jetzt weiß zum Teil schon nicht mehr, wie es weitergeht. Und regelmäßig komme ich trotzdem mit der Dame hier rein. Und hier rein und mach da dem König das Leben zur Hölle. Weiß ich nicht. Kann sein, mir passiert das sogar auch manchmal, dass ich die Theorie eigentlich besser könnte und dann spiele ich zu schnell. So in 5 Minuten Blitz oder so, kann sein, dass es solche Geschichten sind. Aber so oft, wie mir das passiert, habe ich fast den Eindruck, die Leute spielen das einfach und haben sich mit der Hauptvariante gar nicht auseinandergesetzt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die haben einfach sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Aber gut. Den Eindruck bekommt man eigentlich bei D4 auch. Ja, dann bin ich halt mit der Dame da rein. Und dann war gut. Aber in letzter Zeit spiele ich gar nicht mehr so oft G5. Sondern ich spiele eigentlich gerne dieses moderne Verteidigung. Keine Ahnung, wie lange jetzt. 1 oder 2 Monate. Habe ich das ausprobiert. Das müsste ungefähr so, ja. Entweder November oder Dezember bin ich damit angefangen. 1 oder 2 Monate. Dass ich ja mit Weiß selber oft Königsgambit gespielt habe und das versucht habe, mal auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass dieses D5, dass ich das unangenehm finde. Und ja. Da ist Weiß verpflichtet. Weiß ist verpflichtet, den zu schlagen. Sonst ist rum. Natürlich, Schwarz muss auch immer noch wissen, wie es da. Oder aufpassen. Wenn der nicht geschlagen wird, dass er keine anderen falschen Fehler macht. Aber dann steht Schwarz schon in einer bequemeren Situation, wenn der nicht genommen wird. Kann ich gleich mal ausprobieren, ob, wenn ich das suche, ob ich dann Partien finde oder ob dann das Video automatisch abgebrochen wird. Ich wundert jetzt auch gerade, dass wir schon bei 15 Minuten sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das geschafft habe, 15 Minuten darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so viel vorgehabt oder gar nicht so viel geredet. Aber egal. Ja,
Das ist ja hier wirklich das schwache Feld im Königsgambit. Also natürlich einmal hier das. Ist schwach. Dadurch ist der König geschwächt. Und dann natürlich hier ist die Diagonale auf. Eben wie man da so reinkommt, grundsätzlich an das Feld drankommt, das ist ja auch alles quasi geschwächt. Hier jetzt gar nicht so sehr auf dieser Linie, weil da steht ja der Bauer. Das ist vielleicht noch nicht so leicht, aber muss ich schwarz irgendwie was ausdenken, aber es reicht ja schon. Ist hier dieses, da muss weiß einfach irgendwann einen Weg suchen oder finden, zumindest, dass die Dame hier nicht reinkommt, das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Man muss weiß einfach im Hinterkopf haben, dass das nicht passieren sollte. Ja, und darum so. Oder eben man versucht das aus. Dame hier rein, König hier hin. Und dann sollte weiß, wenn weiß gut spielen kann, das noch Remis halten können, mindestens. Aber Weiß hat auch sehr viele Angriffschancen und kann versuchen, ganz massiven Königsangriff zu fahren und das dann vielleicht zu gewinnen. Also die Legende, die ich kenne, ist zumindest, dass Bobby Fischer das nur so gespielt haben soll und alle Partien gewonnen hat, die er so gespielt hat. Was beeindruckend genug ist. Vielleicht waren die Leute auch einfach eingeschüchtert, weil sie gesehen haben, Bobby Fischer. Weiß ich nicht. Das hört man auch ab und zu, dass es Leuten passiert. Ich glaube, na, was heißt? Also ich habe den Eindruck, mir würde das eher nicht passieren. Weil mein Eindruck ist, wenn ich gegen stärkere Spieler spiele, dass es mir dann noch leichter fällt, ernsthaft zu spielen. Ich werde dann nicht nervös, sondern ich werde dann ganz ruhig und ich habe einen super starken Willen zu gewinnen. Ich habe dann manchmal das Gefühl, dass mein Kopf irgendwie noch klarer und freier wird. Dass meine Konzentration dann voller da ist. Okay. Ja, wie gesagt, also empfehlen tue ich das nicht, hier den Bauern zu ziehen. Oh, komme ich da mit der Dame rein? Ich muss schon sagen, ein bisschen habe ich gehofft, dass der kommt. Aber ich glaube gut. Das sollte Weiß dann am Brett selber sehen, dass das eigentlich nicht geht. Ist vielleicht so ein Reflexzug, der in Blitzpartien tatsächlich passieren kann, aber grundsätzlich sollte man sehen, dass das ganz tödlich ist. Ja, und ich sag das jetzt so und trotzdem sind die Strukturen oft ähnlich, wenn man hier reinkommt und mit G5, die Fehler sehen immer so in der Art dann aus. Die Leute wissen jetzt schon oft nicht mehr, dass der hier kommen müsste oder der hier. Das scheinen die Leute einfach schon nicht mehr zu wissen. Ja, es ist Zeit zum ins Bett gehen, ich weiß. Jetzt ja. So. Ja, dann. Das scheinen die Leute zum Teil schon nicht mehr zu wissen. Also gut, ich werde das gleich mal ausprobieren, so sicherheitshalber. Verabschiede ich mich aber auch ruhig schon mal. Dann können wir uns ein paar Partien angucken, wie das hier noch irgendwie schief geht. Der Hintergrund einfach, warum
dieser Zug hier nötig ist oder der Läufer. Dies mit dem Läufer, das ist einfach so eine ähnliche Geschichte, wie wenn man den Läufer sofort dahin stellt, dass man halt möchte, dass dieses Feld hier angreifen. Man hat vor, das zu fokussieren, dass man hier einen Angriff startet. Man hat vor, sich darum zu kümmern. Wie gesagt, zurzeit spiele ich eher D5. Und dann ist den zu schlagen obligatorisch. Was nicht immer passiert. Was ich mir vielleicht mal angucken möchte, ist das hier. Das ist die Bobby Fischer Verteidigung. Da ist der Grund, warum Bobby Fischer, wenn er selber gespielt hat mit Weiß, warum er dann immer mit Läufer C4 gespielt hat, weil er nicht wollte, dass die Leute in diese D6-Variante reinkommen, die er entdeckt oder entwickelt hat und die er abartig zu spielen mit Weiß fand. Das wollte er einfach verhindern. Und darum hat er immer mit Läufer C4 gespielt hier. Obwohl das nur der zweitbeste Zug ist. Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Genau, ich wollte kurz erklären, warum wir entweder den spielen müssen. Ja, das habe ich ja erklärt, warum wir den Läufer spielen könnten. Habe ich erklärt. Mit der Idee, den Druck hier auf F7 aufzubauen. Also ähnliche Idee, wenn ich den sofort spiele. Und den hier muss man spielen, weil der einen ganz tollen Effekt hat. Der Turm deckt jetzt dieses Feld. Ich habe eben schon gesagt, das, was für Weiß so gefährlich ist, ist, dass die Dame dahin kommt auf H4. Und jetzt ist da einfach der Turm drauf und der Springer sowieso. Und der Springer ist ein bisschen freier geworden, kann wegziehen. Und ja. Und das ist auch die Idee von hier diesen D6 von Bobby Fischer. Man sieht manchmal, dass der Springer hierhin fliegt. Ah, es gibt zwei Namen dafür. Ah ja, doch, hier stehen sie gerade. Und Allgäuer und Kirsiker Variante. Und das eine ist das eine und das andere ist das andere. Das eine ist, wenn der Springer hierhin kommt. Hierhin. Und das andere ist, wenn der Springer hierhin kommt. Und wenn der Springer auf G5 kommt, ist das etwas schwächer. Und darum hat Bobby Fischer versucht, das zu erzwingen, dass der Springer hier hin muss. Das war die ursprüngliche Idee. Dann ist Weiß in der für Weiß etwas schlechteren Variante. Aber die allermeisten kümmern sich schon nicht genug darum, hier die Dame ernsthaft zu vertreiben und die Dame kommt dann trotzdem dahin. Ich würde euch gerne paar Partien zeigen. Ich versuche das gerade mal, ob ich die Datenbank ändern kann und eine Partie suchen kann aus meinen Partien von Lichess.